Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, wir sind hier auf unserer wunderschönen Nexus angedockt in der letzten Folge und hatten ein paar nette Gespräche. Diese Gespräche werden wir wahrscheinlich in dieser Folge weiterführen. Wir sollten doch zu unserem lieben Salarianer-Freund. War das richtig? Der wollte uns doch so ein Aufklärungsschiff zur Verfügung stellen, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube doch schon. Kann ich denn irgendwie die Karte öffnen? Geht das denn? Brauche ich eine Karte? Hier, eine Karte. Okay. Was habe ich denn hier? Wiedersehen mit der Nexus. Hilfe, Direktor. Tarn in der Pathfinder Hauptquartier. Was? Wie soll man mit dem sprechen? Pathfinder Hauptquartier. Okay, das könnte man rein theoretisch machen. Das wäre nämlich nicht weit weg. Das wäre cool. Wo kommen wir denn noch überall hin? Das ist einmal das Einzige. Obwohl, hier haben wir auch noch Ziel. Okay, wir gehen da einfach mal hin. Das sollte ja eigentlich markiert sein. Siehst du, das ist sogar markiert. Und dann müssen wir. Alles klar. Kann ich nicht irgendwie laufen? Geht das nicht irgendwie? Hallo? Laufen? Ich will testen, wie der Lauf geht. Das ist nicht laufen. Das ist auch nicht laufen. Das ist auch nicht laufen. Ah, so geht laufen. Alles klar, okay. Ich hab die Steuerung wieder raus. Schön. So, dann wollen wir mal zum Direktor. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Also zu dem Thema, dass die Welt nicht bewohnbar war. Ich meine, ihr wart 600 Jahre im Kryoschlaf. Dass in 600 Jahren auf einem Planeten ziemlich viel passieren kann, das ist doch wohl logisch. Das hättet ihr irgendwie einplanen können. Wird ja auch Zeit. Vertrauen Sie mir jetzt etwa? Wird ja auch Zeit. Gut. Ich habe mich schon langsam gefragt, wer hier eigentlich das Sagen hat. Direktor Edison hat ein Recht auf Ihre Meinung. Maßgeblich ist jedoch meine. Und weiß sie das auch? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay. Aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Natürlich. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Wo finde ich mein Schiff? Treiben Sie keine Spielchen mit mir. Wollen wir ein bisschen anfeinden? Das wäre schon lustig. Also, ich will wissen, wo mein Schiff ist, aber komm, wir feinden das immer. So wie ich das sehe, brauchen Sie mich. Wenn ich Erfolg habe, wirken Sie dadurch vielleicht wie der Anführer, für den Sie sich halten. Mag sein, aber Sie müssen sich als der Pathfinder beweisen, für den Sie sich halten. Wo ist mein Schiff? Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Ah. Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Vertrauliches zu besprechen. Wir haben doch diesen privaten Kanal. Warum kann man das jetzt nicht sagen? Ich meine... Was ist das denn? Was haben wir denn gerade ausgewählt als Hauptquest? Was ist das hier? Was ist das? Habitationsdeck. Aha. Ja, ist okay. Was ist hier? Das ist Tarns Büro. Da wollen wir eigentlich auch hin, ne? Was gibt's hier? Mit Tarn sprechen. Wollten wir auch. Ach, Mann, es gibt so viel zu tun. Mit Cash sprechen. Wer war ein Cash nochmal? Mann, es sind so viele Namen. Das ist Cash Büro. Okay, was ist das hier?
Ich bin überfordert gerade. Ja, man merkt das. Wissenschaftler sprechen. Ach, das war ja auch noch. Mann, wir haben so viele Aufgaben. Mit Kandros sprechen. Ja, ja, ja. Und hier ist noch eine Quest, die kleine. Okay, und was ist das hier? Okay, das ist die Kolonie, blabla, Verwaltung. Egal. Das ist die Kommandozentrale. Wo gehen wir das erste hin? Am besten zu Tans Büro, oder? Ich meine, wenn die gleich hier ist. Ausgewählt. Dann wähle ich die aber ab. Oder lassen wir die an? Nee, komm, wir lassen die einfach an. So, da haben wir wenigstens ein paar Symbole, wo wir ihn. Okay, wir haben richtig viele Symbole, wo wir ihn laschen können. Aber da sind nur noch 50 Meter. Ist das richtig? 25 Meter, 62, 20. Da ist Tanzbüro. Wir wollen da rein. Da ist der Typi. Ah, nee, mit dem haben wir doch schon. Dem haben wir doch schon geredet. Sollen wir jetzt noch. Okay, nochmal mit ihm. Ryder. Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben. Aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Das ist nett. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Ich werde sie finden. Was ist mit ihnen passiert? Ja, komm, wir machen mal die logische Entscheidung. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Nein, es gibt keinerlei gesicherte Informationen. Aber abertausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Nein, eigentlich nicht. Nein. Das nein. Wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. So, dann haben wir das Gespräch hier abgeklappert. Ich hätte zwar noch komplett mit ihm reden können, alle Fragen aus ihm herausquetschen, aber wir werden so oft auf dieser Nexus hier sein. Denn, also will ich jetzt nicht alles hier abklappern, sondern wir können doch mal so bei Zeiten mal wieder bei irgendjemandem vorbeigucken, mal gucken, ob da was Neues so ansteht und so weiter. Wir müssen ja nicht alles auf einmal abklappern. So haben wir immer ein bisschen mehr Leben, wenn wir hierher kommen. Das ist ja doch ein bisschen statischere Welt ist, diese Station. So, wer bist du denn, mein lieber Sicherheitsoffizier? Das war richtig, ne? Du bist der Sicherheitstypi, ne? Kandros. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer. Willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. So viele Fragen. Ihre Aufgabe, die Cat, das interessiert mich. Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Cat. Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf sie. Die Cat mögen es nicht, wenn man sie studiert. Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder sie nehmen Gefangene. Warum? Was wollen sie? Das weiß keiner. Aber ich habe ihre Waffen gesehen und was sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Was machen sie denn? Das würde ich gern wissen. Es ist hart da draußen. Ich brauche vielleicht Verstärkung, falls sie Leute erübrigen können. Ich habe Einsatzteams, die auf Angriff und Exfiltration spezialisiert sind. Wenn sie Feuerkraft brauchen, sind meine Apex-Teams genau das Richtige. Eigentlich könnte ich sie autorisieren, sie selbst einzusetzen. Das würde die Reaktionszeit verkürzen. Danke. Sie finden unsere aktuellen Operationen auf dem Terminal. Sehen Sie selbst, ob etwas dabei ist, das einen Motivationsschub vertragen könnte, der wirklich zählt. Ja. Sie reden, als würden Sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren Sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Kette uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen,
haben mich alle behandelt, als hätte ich das Sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Warum sind Sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon. Dann wurde meine Schwester Bildhauerin und meine Cousine Nyrene Piratin auf Omega. Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Gian Garsons Traum war großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Ein Aufbruch in eine neue Welt, die Vision von der lieben Initiative, die wir hier angehören. Was ist daraus geworden? Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen. Egal, in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Das ist verständlich. So, bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Pathfinder. Der Titel ist saucool. Was ist denn hier? Hier ist so viel Zeug. Was? Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Das ist doch ja, oder? Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Das ist wirklich eine wichtige Frage. Wieso vertraut er uns? Er kennt uns doch gar nicht eigentlich. Ich werde Ihre Leute umsichtig einsetzen, Kandros. Das weiß ich zu schätzen, Ryder. Aber glauben Sie mir, Apex kann auf sich selbst aufpassen. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Apex. Okay. Okay, dann haben wir den auch schon abgeklappert. Wir klappern einfach mal alle ab. Einfach, was können. Da drüben haben wir noch in 20 Metern was. Da sollte eigentlich unsere liebe... Ja, da ist das Alera. Aber der Planet, das sind die Forscher. Die was, Wissenschaftler. Was, wenn sie Sauerstoff in durchlässigen Gewebespeichern wie Kreros Steinfisch? Ich vermute immer noch, dass in dieser Panzerung eine Atemausrüstung ist. Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Herrick. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Was sind Ihre Spezialgebiete? Darf ich mitmachen? Darf ich mitmachen, bitte? Ich bin zwar normalerweise im Außeneinsatz, hätte aber nichts gegen ein wenig Fachsimpelei einzuwenden. Sie wissen schon. Sie sind uns jederzeit willkommen. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Bei all dieser Unruhe denken, alles klar. Ja, dann denkt mal lieber, meine Schlangenköpfe. So, dann haben wir jetzt noch die letzte Station. Das sollte eigentlich die Kroganerin sein. Bei der im Büro wir ja auch vorbeischauen sollten. Nur wie komme ich da hin? Wer bist denn du? Bist du da drin eingesperrt, oder? Ist der da drin eingesperrt? Das muss ich mir. Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Werfen Sie an der Konsole einen Blick auf mein Angebot. Gerne. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Alles klar. Sehr schön. Ich werde einkaufen, bis ich nichts mehr tragen kann. Soll mir recht sein. Passen Sie nur auf, dass Ihnen nichts runterfällt, was Sie bei mir gekauft haben, okay? Tan bringt mich um, wenn ihn meinetwegen irgendwas zustößt. Ach du Scheiße. Oh nein, ich bin überfordert. Was? Alle Objekte.
N7-Blaster. Crusader. Okay, ich bin überfordert. Sturmgewehr. Seltenes Sturmgewehr. Nahkampfzeugs. Schrotflinte. Präzisionsgewehr. Genau sowas will ich haben. Das ist alles, was du hast? Wow, das ist heftig. Schrotflinte. Ultra selten. Ach du Scheiße, was? Das ist ultra selten? Was kostet? Ihre Credits, wir haben 100. Das kostet was? Ach, 3600. Ach so, ja, können wir uns leisten. Wir haben 100 Credits. Ja, geil. Wir haben auch nicht wirklich was zu verkaufen könnten, ne? Nein. Wir kommen nie irgendwie auf 3600. Nein, kommen wir nicht. Ich hätte zwar gerne das Präzisionsgewehr gekauft, weil mir das wirklich zusagt. Obwohl, das kostet 800. Das sollten wir irgendwie hinkriegen, oder? Nee, komm. Nee, komm, wir werden schon irgendwie Geld zusammenbekommen irgendwann und so weiter, aber erstmal. Lassen wir das mal. Wir werden schon irgendwann einen Sniper finden. Ich will auf jeden Fall mit einem Präzisionsgewehr kämpfen, weil das ist mir doch sehr sympathisch, muss ich schon sagen. Bitte melden Sie sich am Ankopplungsbereich der Imperium. Ja. Dann machen wir noch, machen wir noch. Wir müssen auch noch zum Sam kehren, bevor wir diese Station verlassen. Das fällt mir auch gerade auf. Sam hat ja uns gerufen. Ah, das ist unsere Kogana-Freundin. Hi. Cash. Da sind Sie ja. Das ist Cash. Ich hoffe, die anderen haben Ihnen das Leben nicht allzu schwer gemacht. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Ihre Arbeit? Was ist das genau? Wie sieht die Arbeit einer Stationsleiterin aus? Ich war Teil des Teams, das diese Station geplant und gebaut hat. Jetzt sorge ich dafür, dass sie weiterhin funktioniert, so gut es unter diesen Umständen eben möglich ist. Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Kroganer rumlaufen. Sie haben noch nicht mit Nummer 8 gesprochen, oder? Nummer 8? Tan, fragen Sie ihn, warum die meisten meiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Warum nennen Sie Tan Nummer 8? Weil er auf der Liste der Leute, die die Andromeda-Initiative leiten sollten, auf Platz 8 stand. Ich erinnere ihn gerne von Zeit zu Zeit daran, nur damit er bescheiden bleibt. Bescheiden bleibt, das ist so nett gesagt und doch mal so böse gemeint, das ist schön. Was wurde aus der Abmachung? Der Clan hat seinen Teil eingehalten. Aber Tan ist ausgerastet, als er erfuhr, dass wir mehr Mitspracherecht wollten. Dann hat Addisons Assistent, Spender, so getan, als hätte es nie eine Abmachung gegeben. Es war das Letzte. Und ich kann es meinen Leuten nicht verdenken, dass sie gegangen sind. Wir lassen uns nicht mehr benutzen. Aber warum bist du noch hier? Wenn ihr Clan fort ist, warum sind sie dann noch hier? Das ist kompliziert. Die Station und mein Clan brauchen mich hier. Das könnte sogar stimmen. Welche Probleme haben Sie auf der Nexus? Die Situation ist beschissen, wäre eine treffende Zusammenfassung. Einige Archen sind verschwunden, irgendwelche Idioten haben gemeutert und dann haben noch mehr Idioten meinen Clan beleidigt, woraufhin er abgehauen ist. Und als Krönung wurde Jean Garson getötet, die Gründerin der Initiative. Was ist Jean Garson zugestoßen? Sie wurde bei der Geißelkatastrophe getötet. Sie und einige andere Anführer. Tan weiß vielleicht mehr darüber. Warum weiß Tan eigentlich alles? Was ist los mit dem? Und ich dachte, die Hyperion hätte Probleme, als wir ankamen. Noch was? Wir können keine Außenposten errichten, weil uns die nötigen Ressourcen und Leute fehlen. Weshalb Addison noch angespannter ist als sonst. Und vergessen wir nicht, wie schwer die Station bei unserer Ankunft beschädigt wurde. Auch wenn das für manche nur ein unwichtiges Detail ist. Mein Team und ich reparieren alles, was wir können. Aber wenn wir nicht bald Materialien kriegen, sieht es hier ziemlich bald ziemlich düster aus. Das ist mir bewusst. Als wir die Milchstraße verließen, kämpften die Kroganer immer noch mit der Genophage. Richtig, die Genophage. Ein kleines Geschenk, das die Salarianer unserem Volk vor Jahrtausenden gemacht haben. Sie haben uns mit einem Sterilitätsvirus infiziert, durch das die meisten unserer Kinder Totgeburten waren. Nur eins von tausend überlebte. Puh,
Das ist scheiße wenig. Kein Wunder, dass ihr Volk ein so großes Problem mit Salarianern hat. Manche Wunden verheilen nie. Andererseits haben meine Vorfahren es auch provoziert. Sie wollten die Galaxie erobern. Die Salarianer mussten reagieren. Und sie tragen auch nicht die komplette Schuld. Die Salarianer haben das Virus zwar entwickelt, aber es waren die Turianer, die es zum Einsatz gebracht haben. Ich hoffe, dass das alles Vergangenheit ist. Schuldzuweisungen hin oder her. In Andromeda geht es um einen Neuanfang. Mein Volk braucht das mehr als die meisten anderen. Ich finde es schön, dass wirklich auch auf die Details der alten Mass Effect-Spiele eingegangen worden ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Was ist mit den Kroganern hier in Andromeda? Es gibt kein Heilmittel dafür. Aber bei meinem Clan trat eine Mutation auf, die das Virus eindämmt. Ein natürlicher Schutz. Während der Reise hierher wurde bei den Kroganern eine Gentherapie durchgeführt, um die Mutation anzuregen, solange wir in der Stase waren. Sie haben die 600 Jahre also zu Ihrem Vorteil genutzt. Die Anpassung hatte Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, wir stehen noch am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wissenschaftler sagen, die Überlebensquote liegt mittlerweile bei fast 4%. Und das ist viel besser als vorher. Jenseits aller Statistiken bedeutet das, dass mehr kroganische Kinder leben werden. Nur dann hat mein Volk hier draußen eine Zukunft. 4%? Das heißt, nur 4 kleine Kroganer von 100 überleben? Das ist fucking wenig. Wie könnt ihr da glücklich sein? Okay. Das war's. Das war vorerst alles. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Das ist krass. Bis zum nächsten Mal. Das ist krass. Wenn es mit der Menschheit so zugrunde gehen würde, ne? Durch das unangekündigte Andockmanöver der Hyperion einige dann hätten wir kein Bevölkerungsproblem mehr, wenn nur jedes vierte von 100. Es ist mir egal. Also wenn nur 4 Kinder von 100 überleben würden, dann hätten wir kein Bevölkerungsproblem mehr. Kannst du mal still da hinten sein, wenn ich hier laber? Hier gehe ich halt. So, aber Leute. Immer labert jemand, unglaublich. So, Leute, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Die Folge ist schon mal viel zu lange. Mann, ich wollte die Folgen kurzer halten, aber es funktioniert einfach nicht. Hier ist so viel zu tun. Oh, ich bin gespannt, wann wir endlich von dieser Station hier runter dürfen und endlich auf dem Planeten. Ich will jetzt hier raus hier. Ich will die Welt entdecken, oder besser gesagt, die Welten. Mehrzahl im Plural. Ja. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und schreibt ein nettes Kommentar, Kritik, Anregungen, Tipps und Tricks, alles unten rein. Ihr wisst, wie es läuft. Rayan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got this way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human, after all, don't put the blame on me.